Wunderschönen guten Tag zusammen. Hier ist für euch wieder mal der Moritz von Session und ich habe euch ein wunderschönes Set, wie ich finde, aus dem Hause Yamaha mitgebracht. Es ist ein Oak Custom, also aus Eiche, wie der Name schon sagt. Und das zeige ich euch jetzt mal ein bisschen. Viel Spaß! So, genug des Freestylens. Yamaha Oak Custom. Und bevor ich was zum Set selbst sage, vielleicht noch für euch, die ihr regelmäßig unsere Schlagzeugvideos guckt und euch über Sachen wie Sound, Fälle und das alles Gedanken macht. Wir haben, ohne es jetzt groß anzukündigen, ein paar Änderungen vorgenommen bei unseren Schlagzeugvideos. Und vorenthalten wollen wir es euch aber auch nicht. Wir haben uns dafür entschieden, bei allen Akustikdrums immer mit denselben Fällen euch die Schlagzeuge zu präsentieren. Warum machen wir das? Jetzt sagen viele wahrscheinlich, ja gut, eigentlich soll man das hören, was man auch kauft. Damit man jetzt hier keinen falschen Eindruck bekommt, das Set klingt ganz anders als das, was ich auspacke. Nur zum Teil richtig, würde ich behaupten. Wir wollen euch ja hier eine gute Vergleichbarkeit geben. Und die Sets haben natürlich alle unterschiedliche Fälle drauf. Klingt also auch immer dann, wenn man die Videos anhört, eine Kombination aus Schlagzeug und Fell, bisschen unterschiedlich. Und wir haben gesagt, wir nehmen diese Fellkomponente raus, drehen die Videos immer mit den gleichen und geben euch so eine bessere Vergleichbarkeit durch die Videos. Antesten sollen wir die Sets ja nach Möglichkeit sowieso nochmal im Laden. Da sind nach wie vor natürlich auch die Originalfälle drauf. Aber für unsere Videos, kurzer Überblick, es sind alles einlagige Fälle. Das heißt, wir wollen euch den maximalen Ton auch zeigen. Es ist nichts abgedämpft, weder bei Bassdrum noch bei den Toms noch bei der Snare. Macht gleich noch ein bisschen was mit Moongel, um auch das nochmal rüberzubringen für euch, wie es dann klingen würde, wenn man es abdämpft. Aber wir haben einlagige Fälle. Es sind Evans G1-Fälle drauf, auch auf der Snare dann in der Coated-Variante, sonst als Clear. Resonanzfälle haben wir nichts verändert, die bleiben gleich. Und Schlagfälle auf der Bassdrum ist so ein bisschen das Äquivalent zum Powerstroke, was ja viele kennen. Von Remo haben wir hier das EQ4 drauf. Das hat einen kleinen Dämpfungsring an der Seite, damit es nicht ganz so doll wummert. Aber ansonsten wollen wir hier keine Soundmanipulation betreiben, sondern einfach nur euch wirklich bei jedem Video
einen coolen Sound geben, den ihr natürlich auch nachbauen könnt und der ja immer ähnlich ist. Das heißt, ihr hört dann wirklich, wenn ihr die Kits miteinander vergleicht, was macht das Schlagzeug für einen Unterschied und nicht, was machen die Fälle für einen Unterschied. So viel dazu. Yamaha Oak Custom gibt es schon eine ganze Weile, wurde immer mal ein bisschen verändert, gab auch noch mal das Oak X zum Beispiel. Und Eiche ist ein Material, was ich jetzt zum Beispiel nur von Yamaha kenne. Das benutzen vielleicht andere noch mal so als Lage zwischen anderen Hölzern. Aber das ist wirklich ein reiner Eichenkessel. Wir haben 6 Lagen bei den Toms, bei der Snare und 7 bei der Bassdrum. Ich finde es auch richtig cool, wenn man reinguckt, man sieht richtig schön die Holzmaserung. Man kann hier die Lagen auch wirklich schön abzählen. Eine helle, dann kommt etwas dunkler, 2, 3, nochmal 2 dunkle, 4, 5 und die 6. Und Yamaha hat so ein paar Besonderheiten. Wir haben das sogenannte YES-System bei den Toms, YESS, Yamaha Enhanced Suspension System. Das ist im Prinzip die Freischwingaufhängung von den Toms hier. Wir haben so ein paar Besonderheiten, die auch in Verbindung mit dem Eichenkessel benutzt werden, nämlich sehr, sehr kleine Böckchen, wenig Auflagefläche, nur eine Schraube pro Böckchen am Kessel dran. Die Lacks sind entsprechend nochmal mit Kunststoff drin ein bisschen abgedämpft, sodass man hier also nicht so viel Rasseln hat. Da ist also nochmal was reingepackt, damit die Schrauben nicht so viel klappern, auch wenn man die Felle nicht besonders fest spannt. Und die Floortom, ihr habt es gerade schon gehört, ist kaum angezogen, also wirklich kaum Spannung auf dem Fell. Da wird es normalerweise recht schnell rasseln, tut sie nicht. Finde ich eine super Geschichte. Das Finish heißt, jetzt muss ich gerade Gott überlegen, Black Sparkle Sunburst. Ist also eine Mischung aus einem Schwarz, was in Silber reinzieht in die Mitte. Und ich finde, es sieht sensationell aus. Wir haben natürlich hier auch ordentlich ausgeleuchtet, dass ihr auch einen guten Eindruck von der Farbe bekommt. Gebohrte Bassdrum, 22 x 17 Zoll, ist also nicht ganz so tief wie die meisten anderen, die man so kennt. Das ist ja 22 x 18 oder Sonor 22 x 17,5, warum auch immer. Handelt sich um ein Shellset und was direkt mit dabei ist, Bassdrum, 3 Toms, 10, 12, 16, also so eine klassische Rock-Konfiguration, sodass man hier wirklich schön schöne Tomläufe spielen kann. 10, 12, 14 gibt es zum Beispiel auch noch, aber ich finde die 16er Floortom immer noch mal ein bisschen wumsiger. 14 Zoll ist sie tief, haben wir noch 10 x 8 und 12 x 9 müsste es sein. Becken stelle ich sowieso noch mal separat vor, aber damit ihr wisst, was dranhängt und dieses Video hier schaut, meine Dark-Serie, Byzanz Dark, 15er Hi-Hat, 16er Crash und 20er Ride-Becken. Hardware-seitig habe ich hier auch Yamaha dran stehen, 865er Galgenbeckenständer, eine zweibeinige Hi-Hat, die 1200er und eine Direct-Drive-Fußmaschine, die 9500er. Also das auch alles von Yamaha, was wir hier stehen haben. Hocker, machen Sie keinen eigenen, sitze ich auf einem Gibraltar-Teil drauf. Zum Set, was kann man noch sagen? Ich finde, Yamaha ist tatsächlich nicht so präsent überall, wie sie es sein sollten, weil wir hatten zum Beispiel auch Ralf Gustke mit Yamaha bei uns und der hat diverse Sets und auch abgenommen klingen die Teile sensationell. Wir haben jetzt ja keine Einzelmikrofone an den Toms dran, aber ich finde, die machen richtig Alarm. Auch er hat mit einlagigen Fällen gespielt. Und der Punch, den man trotzdem rausholt, der bei einlagigen Fällen sonst oftmals verloren geht, den kriegt ihr durch das Material Eiche im Kessel wieder zurück. Ich finde es eine sehr coole Mischung, irgendwo so ein bisschen zwischen dem klassischen Ahorn und den Birke-Kesseln, die man bei anderen Sets kriegt und kennt. Weil ich finde es ein recht warmer Sound, aber trotzdem viel Attack, sehr, sehr direkt. Gerade die Toms haben da ordentlich Punch und auch die Bassdrum. So ein bisschen klicken, was man normalerweise eigentlich nur hat, wenn man jetzt die Bassdrum direkt innen drin abnimmt und auch Loch im Resonanzfell hat, was jetzt hier nicht der Fall ist. Das macht hier wirklich der Kessel in Kombination auch mit dem Fell ganz von alleine. Snare gehe ich nochmal getrennt drauf ein, die ist im Shellset nicht dabei. Gibt es aber ein separates Video zu, auf jeden Fall auch angucken. Und nach den Specs würde ich sagen, spiele ich nochmal ein bisschen was, dass ihr noch weitere Soundeindrücke vom Set bekommt. Viel Spaß!
So, zweite Runde, bisschen auf dem Yamaha Oak Custom rumzimmern. Mir gefällt das Set wirklich gut und für andere Farbvarianten einfach mal auch auf der Yamaha-Seite schauen, gibt natürlich noch ein paar mehr. Für das Black Sparkle Sunburst, Dankeschön, könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne bei uns bei Session vorbeikommen. Gibt wie immer auch die Möglichkeit, es natürlich anzutesten. Steht zum Beispiel im Showroom in Frankfurt. Und andere Yamaha-Sets natürlich ganz genauso. Kommt vorbei, wenn es euch gefällt. Wie immer auch 33 Tage Moneyback für den Fall, dass ihr doch sagt, vielleicht lieber die 14er statt der 16er Floor-Tom oder andersrum. 66 Tage Umtauschmöglichkeit. Guckt auch mal auf session.de rein. Da gibt es noch ein paar Detailbilder von dem Teil. Und mit den ersten Eindrücken erstmal zurück zu euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.